Ich bin der Zlatko Mijatović, bin der St. Galler Kundenschreiner und ich bin in den Bereichen tätig Parkett, Küchen, Bad. Und ja, das sind so die Bereiche, wo ich abdecke. Auf Renovero bin ich durch einen bekannten Unternehmer aufmerksam geworden und den hat er mir erzählt, wie das so funktioniert. Und ja, da bin ich ins Internet gegangen, habe mir das angeschaut und ja, den habe ich mich angemeldet. Also, seit ich selbstständig bin, seit 2012, gefällt mir bei Renovero die Einfachheit ganz gut. Und dass man in drei verschiedenen Möglichkeiten hat, zum Angebot zu erstellen. Und Kunden haben die Möglichkeit, auch konkrete Anfragen zu machen. Und das ist die Einfachheit, die mir gefällt. Man kann Angebote abgeben. Und ja, und wenn es zu einem Auftrag kommt, freue ich mich natürlich. Da war bei der Renovero eine Ausschreibung mit Homeoffice. Mit Angaben, natürlich mit den Massen, die der Kunde ausgeschrieben hat. Und dann habe ich mir den Auftrag angeschaut und da habe ich gedacht, ja, das wäre eine neue Herausforderung. Und mit speziellen Wünschen, was der Kunde da mit Schallschutz und ja, Homeoffice in ein, soll ich sagen, in Wohnzimmer ein Homeoffice einrichten. Und natürlich die Anforderungen sind sehr herausfordernd für mich gewesen. Und natürlich aufgrund von meiner Erfahrung, wenn ich schon bereits alles gemacht habe, hat mich natürlich da gereizt und hat dem Kunden das Angebot abgegeben. Und ja, es ist dann zu einem Telefonat gekommen. Der Kunde hat mich eingeladen, um bei ihm ausmessen und Auftragserteilung. Natürlich hat mich sehr positiv natürlich, ja, überrascht, Zusagen nach dem Besuch. Und ja, ich konnte für den Kunden das realisieren. Und ja, am Ende des Auftrags hat der Kunde gesagt, ein guter Job, Herr Mijatović. Also für mich ist es, wie soll ich sagen, wichtig, dass ich einen Auftrag super erledigen kann mit dem Fachwissen, das ich mir all die Jahre angeeignet habe. Dass ich spontan wirklich kann reagieren auf Kundenwünsche. Durch meine Flexibilität und die Zeiten haben sich geändert. Es ist nicht mehr so wie früher. Und man muss sich dem Markt heute ein bisschen anpassen, dass man wirklich das, was man macht, und das ist unheimlich wichtig, dass man authentisch überkommt. Es ist nicht einfach, dass man, ja, ich mache jetzt einfach einen Job. Nein, es muss authentisch sein. Und ich gehe meinen eigenen Weg. Und ich weiß nicht, denke, ich kann jedem sagen, es soll ja, nicht nach den Spuren von jemandem, der schon gelaufen ist, aber seinen eigenen Weg gehen. Und das ist in jedem Bereich, jeder handwerkliche Bereich möglich. Und das ist etwas, ja, für mich persönlich ist es erfüllend, weil jeder von uns hat eine Aufgabe auf der Erde. Und meine Aufgabe ist jetzt, ja, das St. Galler Kundenschreiner zu sein und auch der Stadt St. Gallen etwas retto geben. Als Schweizer Bürger. Natürlich habe ich mir überlegt, durch meine Einbürgerung, natürlich habe ich können denken, ja, auch ein Stück, ja, man bekommt ja etwas über, aber dass man auch etwas auch retto gibt, das ist unheimlich wichtig. Und so ist auch der Name St. Galler Kundenschreiner entstanden. Nicht einfach nur Kundenschreiner, sondern der St. Galler Kundenschreiner. Und das ist ja, ein Geh und Neh im Leben. Also, das Wichtigste ist für einen Unternehmer, dass er Fachkompetenz hat in dem Bereich, wo er schafft. Das ist das Allerwichtigste. Und sie natürlich auch weiterbilden, weil es stehen ja immer neue Entwicklungen, wie auch immer, in egal welchen Bereichen. Und das Allerwichtigste ist natürlich, dass ein Unternehmen die Tätigkeit, die er ausübt, mit Herz und Seele dabei ist. Das ist unheimlich wichtig. Und ich kann nur, also Jungunternehmen oder bereits bestehende Unternehmen, Renovero empfehlen, sich mal dort anzumelden, zu schauen,
Und ja, für mich jedenfalls stimmt es, mit der Noera zusammen zu arbeiten.